Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play How to Survive. Wir müssen unserem lieben Freund folgen. Ah, wartet, hier vorne ist noch so eine Hütte. Da könnten wir mal eben schauen, was sich hier noch drin befindet. Ehrlich, nichts. Nichts ist da drin. Nun gut, dann halt nicht. Hier ist aber noch ein Ast und dann sprechen wir mal eben wieder mit Kovac. Hydration. In other words, drink water. Lots of it. Without water, you won't be able to run. And your performance will be poor. So remember, drink. Chapter 7 of my guide refers to thirst. If I do say so myself, this survival guide of mine, you can't live without it. Na, das wollen wir doch mal sehen. Here, Chapter 7. It's all in there if you need a refresher. No pun intended. Okay, Kovac time for freak. You to quench your thirst. There is an old well on the northwest of the island. Find it, take a drink, and come back. The water there is pure. No zombie juice in it. Joking aside, be careful. Wild animals roam there. They think the water is theirs and theirs alone. Okay, vielleicht sollten wir uns demnächst... Ah ja, da oben sehen wir es jetzt, dass unsere Durstanzeige aufblinkt. Vielleicht sollten wir zusehen, dass wir uns doch nochmal einen Bogen irgendwann herstellen. Denn ich denke mal, gegen die ganzen Viecher hier, wow. Warum auch immer das jetzt auf einmal so ruckelt, Spiel. So eine Performance-Probleme hatte ich sonst bisher noch nicht. Das scheint hier oben zu sein. Frag mich nicht, was... Wow, wow, wow. Frag mich nicht, was da oben los ist, dass ich so eine Performance-Probleme habe. Das hatten wir doch sonst bisher nicht. Meine Festplatte ist auch nicht voll, das wüsste ich. So, jetzt hat er sich scheinbar wieder beruhigt. Na gut, na kommt. Liebe Zombies, einmal aufstehen bitte. Ich möchte euch nämlich abschlachten. Ein Problem weniger und den zweiten hier, den werden wir hinterrücks erledigen. Wow, da hinten findet gerade ein Festmahl statt, aber ich möchte vorher noch schnell die exotischen Früchte hier einsammeln. Ah. Okay, zum Glück kann man die Karte, die Kamera nicht drehen. Sonst würde ich nachher noch was sehen. Das wird natürlich schlimm. 19% haben wir jetzt schon bei unserem Durst. Und, wow, Zombie-Horde vom Feinsten hier. Verzieht euch. Na, kommt. Kommt ran, wenn ihr euch traut. Ein Problem weniger. Zwei Probleme weniger. Drei, nee, doch noch nicht ganz. Wow, der hat mich getroffen. Scheiß die Wand an. Und, ja. Einfach mal, ah, hier sind noch so Helme. Frag mich nicht, ob wir die irgendwo mal verkaufen können oder ob man damit überhaupt irgendwann mal was Sinnvolles machen kann. Ich weiß es nicht. Aber wir können sie einfach mal mitnehmen. Wir werden es schon mitkriegen, wenn man da irgendwann mal was Sinnvolles mit veranstalten kann. So, wow, nein, schon wieder hat er uns getroffen. Scheiße, ey. Ich sollte mal ein bisschen besser aufpassen. Ja, meine Stimme ist irgendwie noch immer ein bisschen angeschlagen. Wer Terraria guckt, der hat das gestern auch schon mitbekommen. Und die Aufnahme ist noch nicht allzu lange her. Deswegen kann das sein, dass ich vielleicht mal irgendwie eine Pause brauche demnächst. Ansonsten wird das hier qualitativ alles nachher total schlecht. Und das will ich ja nicht. So, schon wieder ein Helm. Aber ich habe hier so viele Helme. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ich weiß echt nicht, was ich damit machen soll. Wir nehmen die einfach mal mit. Vielleicht kann man da ja irgendwie später was draus herstellen oder so. Und jetzt lasst uns mal eben, zack, die beiden Zombies hier auch wieder gepflegt, kaputt schlagen. Ach, der hat jetzt schon wieder hier seinen Helm verloren. Bam. So muss es sein. Und ein Stück Stoff, okay. So, oh, da sind die Tiere. Scheiß die Wand an. Oh oh, ich glaube für die Viecher... Hier unten geht's nicht weiter, wa? Ich glaube für die Viecher brauchen wir wirklich eine Fernkampfwaffe. Unser Durst ist schon auf 9% runter. Das ist natürlich schlecht. Hier ist nochmal eine Wurzel. Und dann trinken wir jetzt einfach mal, bis wir nicht mehr durstig sind. Wo sehe ich denn das? Ach, siehst du wohl, der Durst, der füllt sich scheinbar einfach direkt komplett. So, jetzt hätte ich natürlich gerne das Tapir getötet. Das war, glaube ich, ein Tapir. Und wir haben den Schildtrank gefunden. Eine besondere Pflanzenmischung. Trinken, um eingesteckten Schaden zu reduzieren. Hält 15 Sekunden.
Und da haben wir sogar ja die Fähigkeit schon für freigeschaltet. Das trifft sich natürlich hervorragend und wir wollen nochmal einen Blick in Kovac Rules werfen. Mal schauen, was der uns wieder für Tipps gibt. Kovacs Rules. Chapter 7. Drinking. If you wish to have a chance at defeating the zombies, you have to take care of your body's basic needs. The basis of all survival is drinking, eating and sleeping. This chapter is about drinking. Hm. Symptoms from lack of water include dizziness and headaches. This will affect your ability to concentrate and make critical decisions. Do not drink from the sea. It causes dehydration. Na gut, das wissen wir. Do not drink from the swamp. It is riddled with disease. Okay. Find fresh water wells and store as much as you can. You will find many containers here. Use them to store water. Wir haben schon ein paar Flaschen, glaube ich. You will find some fresh fruit growing. You can eat this, but be careful about how much. A survivor with the shits is not the best. Okay, also wenn ich zu viele Früchte esse, kriege ich scheinbar Sprühstuhl. Das wäre natürlich auch schlecht. So, und kann ich hier noch irgendwas füllen? Oh, es wird dunkel. Scheiße. Habe ich nichts mehr, oder was? Hier, ich habe doch noch hier Flaschen. Auswählen. Ah ja, genau, die muss ich natürlich noch auswählen. Und dann mit Q kann ich die füllen. Ah, okay. So, wie sieht's aus? Habe ich hier noch irgendwas, was ich vielleicht füllen könnte? Nö, scheinbar nicht. Okay. Dann machen wir uns wieder auf den Rückweg, würde ich sagen. Wir könnten auch das Feuer hier entzünden. Weiß aber nicht, was das bringt. Ach, da kann ich was kochen. Moment mal. Ich habe hier diese Teile. Üppige Pflanze wie ein riesiges Salat. Ach ne. Ah, das ist eine außergewöhnliche weiße Pflanze. Die soll ich mit anderen Pflanzen mischen. Aha. Nee, scheiß drauf. Also ich könnte die hier kochen, offensichtlich. Ich weiß aber nicht. Wir probieren es einfach mal. Gekochte außergewöhnliche weiße Pflanze haben wir jetzt, oder? Wo ist die? Da. Gekochte außergewöhnliche weiße Pflanze. Oh, Gesundheit bringt die noch ein bisschen. Und Hunger stillt die um 50%. Na, das ist doch nice. Vielleicht kann man sie mit anderen Pflanzen mischen. Okay. Also die ganzen Sachen sind scheinbar hier zu mischen. Aber da werden wir bestimmt noch einiges von Kovac erfahren, denke ich. Ich meine, jetzt müssen wir aufpassen. Wo ist er? Ich höre hier doch einen. Ach, warte mal, hier sind Büsche. Ah, da können wir durch. Dann lass uns mal hier den Weg durchbahnen. Wer weiß, was sich hier hinter noch befindet. Bestimmt noch irgendwelche Special-Sachen. Nee, ach, hier waren wir schon mal. Okay. Ich habe nichts gesagt, aber wir sollen doch jetzt zu Kovac zurück, denke ich mal. Genau, da vorne ist er ja schon. Beeilen wir uns einfach mal. Und dann schauen wir, was die nächste Lektion sein wird. Lass mich raten, dass wir schlafen müssen. Well done. Hey, you seem breathless. Clearly you found trouble, as well as water. Par for the course, my friend. Which reminds me, you need to learn how to make your own equipment. Come, my workshop is just here. Okay, so die Mission hätten wir schon mal abgeschlossen. Jetzt wollen wir aber direkt hier zu seinem Workshop gehen. Mal schauen, wo der sich befindet. Und dann bringt er uns bei, wie wir uns ein paar nützliche Items zusammenzimmern. Das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an, finde ich. Ist das Atommüll? Okay. So, mal schauen, was er uns jetzt hier zu erzählen hat. Na komm. Welcome to the Kovacs Workshop. You like it? You should. There's tons of useful stuff in here. First, you must forage. Search everywhere, even the dead. Items you find may be useful. With the things you find, you can make other things. Things that keep you alive. But at first seems useless could well be useful. This will all become clear very soon. Okay. Today, I'll teach you how to craft a shotgun using a harpoon grip, a flailed tube, and a few other bits and pieces. I am a master at this, making junk useful. Very useful. Stay focused while I show you how to do it.
Okay, pick up all the things on the workbench. Now, make me a gun. I will check your work, so make sure it's good enough. Good luck! Also, wir sollen uns jetzt eine Schrotflinte zusammenzimmern. Dafür brauchen wir einen Werkzeugkasten, eine Druckluftflasche, Munition für selbstgebaute Schusswaffen. Dann, was brauchen wir noch? Achso, hier den Dingens, den Bauplan, wie man es macht. Ihr seht schon, was wir alles brauchen. Da kommt einiges zusammen. Wow, nicht schlecht. So, dann nehmen wir natürlich noch das Bördelrohr. Dann brauchen wir noch den Harpunengriff und noch irgendwas? Nö, ich glaube nicht. Nö, scheinbar nicht. Ja, jetzt sollen wir das herstellen. Also, wir brauchen das. Fügen das hiermit zusammen. Jetzt nehmen wir das und fügen das zusammen mit dem hier. Dann, was könnte da noch hinzukommen? Wie wäre es mit so einem Werkzeugkasten? Und jetzt würden wir gerne nochmal etwas hinzufügen, nämlich das hier. Und, soweit ich das jetzt sehe, haben wir ein selbstgebautes Schnellfeuergewehr. Nee, das ist ja noch nicht das... Das ist noch nicht ganz, was wir... Das ist noch nicht ganz, was wir haben wollten. Da müssen wir nochmal schauen. Die Reichweite für kritische Sachen von einer Waffe ab? Nein. Werte? Nein, das wollte ich auch gar nicht. Hier haben wir noch nichts Neues. So, nee, Moment. Hä? Wo finde ich denn dieses Überlebenshandbuch? Wo ist denn das? Auf Nah- und Fernkampf. Ah, okay, jetzt kann ich, so kann ich hier zwischen Fernkampf und Nahkampf switchen. Es ist aber noch keine Schrotflinte. Wo bekomme ich denn... Inventar ist hier. Moment, ich muss mal eben in den Optionen schauen bei der Steuerung. Spieler 1, Tastatur, Maus. Wollen wir mal schauen? Manuelles Nachladen, bla bla bla. Karte, Inventar. Na, oben. Nee, wie komme ich denn in dieses scheiß Handbuch? Das gibt's doch nicht. Zurück. Ach da, das Überlebenshandbuch. Muss ich echt ins Menü extra für? Das ist ja doof. Bei Waffen, genau. Was brauchten wir denn dafür noch? Selbstgebautes Schnellfeuergewehr, höre. Ja, hä, jetzt habe ich das Schnellfeuergewehr. Habe ich ja, aber ich sollte doch eine Schrotflinte bauen. Oder sehe ich das falsch? Ich frage einfach Kovac mal. Vielleicht haben wir jetzt ja die Aufgabe sogar doch schon erfüllt. Mal schauen. Gut. Of course. With some additional parts, it could be improved. Nevertheless, for the first try, it's not bad. Also, es reicht auf jeden Fall. Let's put your new weapon to the test, my friend. Want to see if it really works? Ach ja, doch. Wäre schon gut, wenn wir das mal sehen könnten, ob das Teil passt. Schusswaffe. Entweder habe ich mich die ganze Zeit verlesen. Oder das war wirklich keine Schrotflinte. So, wo rennt er jetzt hin? Keine Ahnung. Aber wir könnten ja mal das hier lesen, schnell. Kovac's Rules. Chapter 8. Handmade Guns. Ja, sehr gut. Da kommt der Texaner in mir heraus. It is possible to create your own weapons using spare parts and other tools. The better your weapon, the better your chances of killing the zombies. You can and should combine found objects to create deadlier weapons. To make a shotgun, select a harpoon grip from your stuff. Choose combine and select the diving tank. You now have a new item, but it is not a complete weapon. Combine this item with a flared tube and next with a hardware box. Ah, haben wir doch alles gemacht. You have created your very own shotgun. For ammunition, metal scrap found on dead bodies will be okay. There are many ways you can combine items, but choose wisely. Choose wisely, okay. Oh ja, das Teil sieht gut aus. Den hätte ich gern. Nee, hätte ich doch nicht so gern. Aber war klar, dass sowas kommen muss, oder? So, jetzt lasst uns schauen, was sich hier noch drin befindet. Ich weiß auch gerade gar nicht. Diese Musik kommt mir so bekannt vor. Sag mal, gab's die in Vampire the Masquerade mal bei irgendeiner Mission? Ich glaube schon. Gekochtes Fleisch. Ach so, Fleisch auf Feuer legen. Das hätte ich mir jetzt schon fast gedacht. So, ist hier noch irgendwas Interessantes oder
ist hier sonst weiter nichts mehr. Ich glaube... Oh, hier ist ein Huhn. Schade. Ich glaube, hier liegt sonst nichts mehr, oder? Ich schaue mich hier nochmal um. Aber so wie es aussieht... Okay, da sollen wir scheinbar noch nicht lang. Okay, meine lieben Leute, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir auch wieder erstmal einen Cut für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, mach dir noch einen schönen Tag. Ciao.